Dritte Liga. Das ostdeutsche Team aus Magdeburg empfängt Kaiserslautern. Das schlechte Team aus der Pfalz, jeder weiß, Mainz ist die Nummer 1, aber Kaiserslautern existiert nun mal auch, geht überraschend 1-0 in Führung in der 5. Minute. Und das war's auch. Mehr ist in diesem Spiel nicht passiert. Es gab noch eine gelbe Karte in der 64. Minute und das war's. Mehr ist in diesem Spiel nicht passiert. Dann muss ich leider Glückwunsch sagen an Kaiserslautern. Ich mag euch nicht, aber ihr habt gewonnen. Was sagt die Tabelle? Kaiserslautern ist durch dieses Spiel auf dem 12. Platz mit 37 Punkten. Abstiegsrennen. Ja, 4 Punkte zum Abstiegsplatz. Doch, ist Abstiegsrennen. Magdeburg sitzt aber noch tiefer in der Scheiße drin. Die haben nur 33 Punkte und sind mitten Abstiegsplatz gleich auf. Magdeburg 33, Halle 33, Zwickau 33. Abstiegsrennen incoming. Wenn es schlecht läuft für Magdeburg, gehen sie sogar auf Platz 16 runter, da Halle aktuell ein Spiel weniger hat. Aber man hat eine bessere Tordifferenz, das muss man Magdeburg zugute heißen. Aber punktgleich mit einem Abstiegsplatz ist ganz bitter. Magdeburg sollte sich zusammenreißen, wenn sie den ostdeutschen Fußball weiter in Liga 3 vertreten wollen. Sonst gehen sie bald runter in Liga 4. Und Liga 4 ist kein Profifußball mehr. Tut mir leid.